Das ist ein Beispiel für einen Brief oder eine E-Mail. In der Aufgabe sind ein paar Lücken. Hier kommt der Text. Hallo Nasiba, stimmt es, dass bald eine Deutschprüfung machst? Das ist klasse. Wie fühlst du? Hast du viel gelernt und geübt? Was wird denn in der Prüfung verlangt? Bestimmt schaffst du es. Du bist so intelligent. Ich wünsche viel Glück und drücke ganz fest die Daumen. Liebe Grüße, deine Büschra. Hier ist die Lösung. Die englische Übersetzung findet ihr im Begleittext. Und denkt daran, in einem Brief schreibt man du, dich, dir, dein, groß. Thank you.